Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Argonia. In der letzten Folge hatte ich gesagt, wir sehen uns auf der alten Insel nochmal kurz wieder. Ist gar nicht erforderlich. Wir können ja hier direkt ein neues Spiel starten über das Hauptmenü. So, wir waren hier bei den gewundenen Pfaden. Die waren sehr gewunden und die Pfade, die haben uns da ganz schön Mühe, Not und Nerven gekostet. Jetzt geht es von Schmieden und Zauberern zu berichten oder so. Deine Freunde sind nahe und der Pfad vor dir ist einladend. Oder etwa nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Wir hatten hier eine Größe von 1000 mal 1000 Meter. Wir haben hier das gleiche. Die Insel ist also genauso groß wie die, die wir in den letzten Folgen erleben durften. So, was ist mit der hier? Die ist auch 1000 mal 1000. Und die anderen? Und die waren ein bisschen kleiner. Okay, also wir haben hier, ne, also die jetzt hier noch letzten, das sind quasi die letzten beiden Inseln. Und da haben wir es dann halt mit 1000 mal 1000 Meter Inseln zu tun. Okay, jetzt von Schmieden und Zauberern. Zauberer hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich kenne das hier mit den Schemen, mit den Banditen und Dieben. Auch mit den Werwölfen, das war ja mir bekannt, dass es die gibt, aber Zauberer? Ich meine, wenn die auf unserer Seite sind oder sein sollten, ich bin nichts dagegen, aber ich fürchte, so wird es nicht laufen. So. Ich mache mal wieder hier den Vogel hier an. Ich finde das ganz nett. So. Dann starten wir mal, bevor ich noch länger rum erzähle. Und oh. Erstmalig ein etwas anderer. Einstieg in die ganze... Ach je. Oh, aber hallo. War sowas von anders. Ups, die Dups. Das ist befremdlich. Das Gebiet ist sehr klein, was wir hier haben. Also für uns, das ist ein komplett neuer Ansatz. Ich ahne Schreckliches. Das wird heftig. So viel ist jetzt schon klar. Okay, nicht lange rumgezaudert und dergleichen. Wir müssen das Gebiet für uns erschließen. Das heißt, ich brauche hier einen Wachturm, würde ich mal behaupten wollen. Ich brauche aber auch hier einen Wachturm, würde ich mal behaupten wollen. Hier wäre wahrscheinlich auch keiner, wäre auch nicht schlecht, hier auch noch einen zu haben, aber ich will es nicht übertreiben. Dann benötigen wir Holz und Stein auf jeden Fall. Eine Holzfällerhütte. Die würde ich dann ganz einfach mal hier so hinsetzen wollen. Eine Holzfällerhütte. Und bei der Gelegenheit dann auch direkt ein Sägewerk. Das wird jetzt alles ein bisschen eng, gebe ich zu. Ich weiß auch nicht, ob das, was ich hier mache, gerade sehr clever ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich lasse mal hier so ein bisschen Platz. Wo ich besser einfach da noch irgendwie einen Weg zwischen kriegen oder so, für den Fall des Falles. Ich bin ein bisschen, ihr merkt es kaum, ich bin ein bisschen unschlüssig. So, das wird heftig, glaube ich. Es könnte interessant werden. Muss mal so aus. Nein, was mache ich nicht? Fängt schon wieder gut an. So, Moment. Wir haben da unser Bötchen. Ah ja, das ist nicht. Okay, Moment, ich mache das andersrum. Ich mache das so. Wir machen das mal so rum. Am Wasser entlang. So. So. Und. Ja, was denn jetzt? Jetzt. Manchmal will er nicht so richtig. So, das ist jetzt erstmal eine Möglichkeit der Herangehensweise. Ich will jetzt erstmal nicht noch mehr Wege ziehen. Ich könnte auch noch hier irgendwie so lang gehen. Aber ich will den Platz jetzt nicht vollkommen schon mit Wegen zu kleistern, auch wenn es vielleicht von Vorteil wäre, hier irgendwie auch nochmal so eine Abzweigung zu machen, wie auch immer. Oder sollte ich das schon mal tun? Ja, ich will gucken, wir müssen ja auch noch Sachen bauen und so. Und Baugebiet ist im Augenblick nicht so üppig.
Ja, schauen wir mal. So, erstmal folgendes, vorsichtshalber. Nein. Muss man speichern. So. Ah, so ein Spiel. So. Ja. Hätte ich vielleicht schon eher machen sollen, mit den Speichern, bevor ich überhaupt anfange, irgendwas zu bauen. Es ist zu spät. Naja, aber immerhin. Ich kann da Dinge immer noch rückgängig machen. Hoffe ich. Ach so. Fällt mir gerade ein. Das wäre vielleicht auch noch nicht mal die schlechteste aller Ideen. Hier so ein Entdeckerposten. Oder soll ich damit erstmal noch warten? Die brauchen diese Nahrung. Ne? Das hat man ja in der letzten Folge gesehen. Und ich will hier mein Schiff nicht unnötig ausbluten. Moment mal, Bauwesen, Handelsmilitär, da dürfte noch gar nichts sein. Ja gut, wir haben 20, immerhin, wir haben 20 Wachen, da kriegen wir auch gerade mal die beiden Türme hier mitbesetzt, ne? Das ist Feierabend. Holz haben wir, wir haben Nadelholzstämme, ansonsten haben wir nichts. Guck mal, was ich sonst noch anklicken kann, das ist mal ganz gut zu haben, das auch. Oh, wir haben auch Laubholz, sehe ich gerade. Aber meistens auch hauptsächlich immer Nadelholz. Okay, Stein haben wir ein bisschen was. Ja, Bergstein ist auch nicht so viel. Ne? Wir haben ein paar Grenzsteine, wir haben normale Steine. Bergbau ist im Augenblick nichts möglich. Noch nicht. Seltene Ressourcen. Okay. Was haben wir hier? Achso, das sind die Geschichten. Da kommen wir später zu. Naturprodukte kann ich schon mal alles anklicken. Lachs brauchen wir. Wir werden vielleicht auch Weizen und Mehl brauchen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden schauen, was wir davon benutzen. Das gleiche mit den Fischen. Kürbis auf jeden Fall, gehe ich mal von aus. Kohl wohl auch. Mais und Brot ist dann wieder so eine Option. Ja, also es ist optional im Moment noch. Werkzeuge, der Jagdbogen kommt dazu. Wir haben eine Angel, die kommt auch noch mit dazu. Das Eisenschwert, magische Klinge, weiß ich nicht. Eisenlanze, Silberdegen, ja. Magische Fackeln, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir die in dieser Geschichte hier schon benötigen, bekommen werden. Verstärkte Rüstung kann ich einklicken. Das ist alles soweit in Ordnung. So, und wir sehen halt, wir haben relativ wenig. Wir haben relativ wenig und müssen sehr schnell anfangen, Dinge zu produzieren. Es ist, wie es ist. Da macht man halt nichts. So. Da würde ich schon mal ganz gerne hier so den Fokus erstmal hinsetzen wollen. Und was diesen Wachturm anbelangt, hier so. Und dann schauen wir weiter. So. Ja, das Teil ist fertig. Jetzt ist die Frage, wir haben ja hier noch überhaupt keine Möglichkeiten. Ich kann den da hinsetzen. Ob die das aber auch wirklich dann abholzen, ist die andere Frage. Werden wir aber gleich sehen. Für den Fall, dass ja, wäre eine nächste Bauoption so ein Forsthaus. Ja, das wäre so die Überlegung. Das ist okay. Das ist okay. Moment. Wir haben da einen Hinweis. Ah, keine Ressourcen zu sammeln in der Reichweite. Aha, also sie können hier nichts machen, weil ne, das Gebiet uns nicht gehört. Ich kann da zwar diesen Fokuspunkt da hinsetzen, aber die kommen halt nicht über die Grenzen hinaus. Das ist, warte mal, dann sollte ich das vielleicht in dem Fall mal ganz kurz hier mit dem Teil anders machen. Ich setze den mal hier so hin, mehr so Richtung Wald, weil wir brauchen dringend Holz. Und wir brauchen dringend Stein, wir brauchen dringend alles. Am besten schon gestern. Na, dann hat sich das jetzt mit dem Forsthaus erstmal erledigt.
Wachen patrouillieren da rum. Ah, sie kriegen Grenzsteine geliefert. Okay, alles klar. Ja, logisch. Der liegt ja hier auf dem Weg. Ist das nicht als erster bedacht worden? Geht doch voll klar. Oh, jo. Moment. Ah, stark merken, nicht wahrscheinlich. Entschuldigung. Musste sein. So. Okay, das war eigentlich nicht. Da entsprechend Holz zu haben. Bausteinbruch würde ich gerne. Wachtürme habe ich schon, zwei Entdeckerposten. Ja. Glaube es nicht verkehrt, jetzt auch schon einen Entdeckerposten dahin zu setzen, oder? Ich habe ja gespeichert. Dann würde ich sagen, ach komm, dann setzen wir den. Hier so hin. Oder? Abstand bringt eigentlich nichts. Ja, würde ich sagen, setzen wir den hier so. Zack, bumm. Dann haben wir den Entdeckerposten auch. Wie gesagt, Stein geht im Augenblick nicht. Steinmetz geht im Augenblick, macht im Augenblick keinen Sinn. Forsthaus, ja, würde ich gerne, aber oh, wir haben die ersten Bäume, die wir schlagen können. Bitte nur die erwachsenen Bäume schlagen. Wäre was nicht so viel Holz. Und ich will da nicht komplett alles niedermähen. So, Forsthaus bauen, sobald wie möglich. Jagdhütte bauen, auch sobald wie möglich. Macht keinen Sinn. Ich sehe hier kein jagbares Wild. Auch hier ist im Moment noch weder Hase noch anderes Getier zu sehen. Ich sehe ein paar Pilze, die man sammeln könnte. Da hinten hoppelt ein Hase rum. Okay. Da war es dann aber auch schon. Pilze hier sehe ich keine. Aber immerhin, die ersten Bäume werden gefällt. So. Oha, hier schwer wird los. Ja. Ich überlege immer noch, ob hier so ein weiterer Weg irgendwie sinnvoll ist. Aber ich sollte vielleicht erstmal hier entsprechend bauen und dann da irgendwas machen in der Richtung. Ich fürchte, die ersten Gegner werden nicht lange auf sich warten lassen, könnte ich mir vorstellen. So, Entdeckerposten, da wird eigentlich schon dran gewerkelt. Aber im Augenblick muss der Boden noch plan gemacht werden. Ah ja, hier sehe ich Wild. Das ist schon mal cool. Das ist sehr gut. Okay. Ja, ich mach das. Egal. Folgendes. Wir brauchen noch mehr Wege. Wir brauchen da eine andere Anbindungsmöglichkeit. Geh mal hier so nah wie möglich am Wasser entlang, um möglichst wenig Baugrund zu verbraten. Ich denke mal, hier werden wir, obwohl, ich weiß es nicht. Kann man hier Wohnhäuser bauen? Ich mache das einfach mal so. Wir probieren Dinge, wir müssen auch Dinge mal ausprobieren und den Mut haben zur Lücke, wenn man so will. Ich weiß, das ist dann ein Umweg, den ich da jetzt reingesetzt habe, aber man kann ja auch noch Querverbindungen bauen, ne, die dann halt da entsprechend lang gehen. Und ich mache das einfach mal jetzt mal so. Möglichst keine Wiese irgendwie damit verdecken. Das würde ich jetzt nicht so gerne machen.
Und wenn wir hier schon so einen entsprechenden Strand haben, dann würde ich hier noch gerne. So. Ja, dann haben wir hier so eine Alternativroute. Wie gesagt, hier sind noch die Möglichkeiten, irgendwie so eine Querverbindung hinzusetzen. Hier kann man vielleicht Wohnhäuser hinsetzen, so eine kleine Siedlung oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht ein machbarer Weg. Das werden wir ausprobieren. Und dann würde ich nämlich jetzt sagen, wir haben hier unsere Holzfällerhütte. Hier komme ich nicht dran vorbei. Ne? Das ist schon schlecht. Mist. Das habe ich nicht gut durchdacht. Okay, warte mal. Das ist ärgerlich. Moment, hier. Ein Augenblick mal. Vielleicht kann ich doch noch was retten. Obwohl, das sieht nicht danach aus. Ne? Ich müsste fast hingehen und den Turm da wegreißen. Das würde ich sehr ungern tun. Oh, gut. Der war's. Noch ist es so, dass der Weg hier nicht benutzt wird. Aber ich fürchte fast. Nee, das geht hier nicht. Oh Mann, das ist ganz großer Kappes. Das ist ganz großer Kappes. Ja gut, es ist wie es ist. Ich muss erstmal damit leben. Aber ich muss das hier im Hinterkopf behalten. Eventuell muss ich den Turm noch mal irgendwann versetzen. Das mache ich aber nicht jetzt. Sägewerk haben wir. Forsthaus. Wir brauchen ein Forsthaus. Dann setze ich das Forsthaus eben hier so hin. Oder vielleicht sogar hier so hin. So. Ein Weg. Für dieses Forsthaus benötigen wir einen Brunnen. Den ich hier nirgendwo hinkriege. Aber hier geht es noch so gerade eben. Das fängt schon wieder gut an hier. So. Brunnen haben wir in Auftrag gegeben. Forsthaus haben wir in Auftrag gegeben. Moment. Da so bitte pflanzen. Erstmal. Ja. Ja, ich brauche Stein. Ich brauche das Kohle. Da ist Kohle. Hier ist Stein. Da ist Stein. Oh. Okay. Ihr konzentriert euch bitte auf dieses Gebiet. Wie sieht es hier aus? Ich würde das etwas weiter versetzen wollen. Vielleicht hier so gehen. Oh. Eine Waffenschmiede. Waffenschmiede heißt und eine Rüstungsschmiede. Waffenschmiede und Rüstungsschmiede heißt, das ist ein anderes Dorf. Da kommen wir also relativ schnell an unsere Grenzen. Interessant. Das ist interessant, aber immerhin. Wir haben hier schon mal Stein. Ja. Gut. Ja gut, der Weg ist hier natürlich, der wird jetzt noch nicht so gebraucht. Logisch, ne? Das ist natürlich für die jetzt ein riesen Umweg. Das ist auch eine Investition in die Zukunft, wenn wir hier entsprechend andere Gebäude noch hinsetzen und hier entsprechende Verbindungswege entstehen sollen.
So war die Idee hier, wie gesagt, eventuell eine Siedlung. Ich gehe mal ganz kurz durch. Holzwerkstatt haben wir noch keine, müssten wir bauen. Steinbruch und so weiter. Eine Sammlerhütte haben wir noch nicht. Jagdhütte haben wir auch noch nicht. Und 3 Wohnhäuser, die sollen wir auch bauen. Bevor wir das allerdings machen, ist das Steinbruch erstmal viel wichtiger und das Steinmetz. Ja, das ist das, was wir als nächstes in Angriff nehmen werden. Aber dann erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit. Achso, ja, und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ganz gar keine Frage. Für deine Unterstützung insbesondere. Das gehört dazu. Das muss sein. Ja, schließlich ohne eure Unterstützung ist hier tote Hose. So, also jetzt aber wirklich, macht's gut, nutzt die Zeit, genießt die Zeit, bis bald.